Wir sind Stellvertreter. Jetzt sollen wir es machen. Und dazu brauchen wir Vollmacht und Autorität. Ich bin 30 Jahre ein wiedergeborener Christ, habe die Erfahrung gemacht, wenn wir aus unserem alten Leben noch irgendwelche Dinge mittragen. Das bedeutet Menschenfurcht, Kontrolle, Ablehnung, nicht geliebt, nicht geachtet, nicht geehrt. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, und trotzdem haben wir noch Furcht in uns. Das bedeutet, wir sollen kein geteiltes Herz haben, wir sollen ein fleischernes Herz haben. Wir haben uns eine Mauer angeeignet, damit wir nicht wieder verletzt werden, und gleichzeitig wollen wir die Vollmacht haben. Beide Sachen passen leider nicht zusammen. Und das ist meine Erfahrung über diese letzten 20 Jahre, dass ich es gelernt habe für mich und viele andere. Wenn wir dieses Mitspracherecht rausnehmen, bekommen wir automatisch mehr Vollmacht über Jesus Christus, weil es mich nicht mehr hindern kann, was in meinem Leben mal stattgefunden hat. Und hier sind wir jetzt angekommen, dass wir sagen, Jesus, vielleicht haben wir hier noch eine kleine Macke, das ist aber nicht schlimm. Gott zeigt Gnade, auch wenn wir manche Sachen noch verkehrt machen. Aber jetzt haben wir einen Jesus, und er sagt ja, wir sind Stellvertreter, jetzt sollen wir es machen. Und dazu brauchen wir Vollmacht und Autorität, dass wir den Menschen heute zeigen, die verloren gehen, wo keiner verloren gehen soll. Und wenn wir da ankommen, den Menschen zu zeigen, dass es eine Kraft von Gott gibt, dann fragen diese Menschen wieder, wie geht es? Und das ist ein Leben, was sich lohnt, für die anderen Menschen da zu sein. Aber dazu brauchen wir die Vollmacht und die Autorität. Und das erlebe ich gerade in den letzten Jahren.